is coming. Are you ready? The Lord is coming. Are you ready? Would your heart be right if he came tonight? The Lord is coming. Are you ready? Eine Arbeit wird befriedigt. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, und ich wirke auch. Der Himmel ist eine Stätte interessanter Tätigkeit. Doch für die Erschöpften und Beladenen, die den guten Kampf des Glaubens gekämpft haben, wird er eine herrliche Ruhe bedeuten. Denn die Jugend und Lebenskraft der Unsterblichkeit wird ihnen gehören. Gegen Sünde und Satan werden sie nicht länger zu kämpfen haben. Für diese tatkräftigen Arbeiter würde ein Zustand der ewigen Untätigkeit lästig sein. Das wäre kein Himmel für sie. Lebensbewohnern war die Pflege des Gartens übertragen. Zu bauen und zu bewahren. Ihre Beschäftigung war nicht ermüdend, sondern angenehm und belebend. Gott hat die Arbeit als Segen für den Menschen eingesetzt, um seinen Geist zu beschäftigen, seinen Körper zu kräftigen und seine Fähigkeit zu entwickeln. In der geistigen und körperlichen Tätigkeit fand Adam eine der größten Folgen seines heiligen Daseins. Wer die Arbeit als Fluch betrachtet, die man bis zur Ermüdung und unter Schmerzen eben tun muss, hält an einem Irrtum fest. Oft schauen die Reichen verächtlich auf die arbeitenden Klassen herab. Aber das widerspricht der Absicht Gottes bei der Erschaffung des Menschen völlig. Was sind die Besitztümer der Allerreichsten im Vergleich zu dem Erbe, das dem fürstlichen Adam gegeben worden war? Und doch sollte Adam nicht müßig sein. Unser Schöpfer, der genau weiß, was den Menschen glücklich macht, teilte Adam seine Arbeit zu. Die wahre Lebensfreude sind nur arbeitende Männer und Frauen. Im Himmel wird dauernd etwas getan. Da gibt es keine Müßiggänger. Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag, sagt Christus. Und ich wirke auch. Wir können nicht annehmen, dass dann, wenn der letzte Sieg errungen ist und wir in den für uns vorbereiteten Wohnungen eingezogen sind, Untätigkeit unser Teil sein wird. Ein Zustand der Ruhe des seligen Nichtstuns. Gott beabsichtigt, dass alle Menschen Arbeiter sein sollen. Das schwer arbeitende Lasttier entspricht dem bei seiner Erschaffung vorgesehenen Zweck besser als der müßige Mensch. Gott ist ständig am Wirken. Die Engel sind Arbeiter. Sie sind Diener Gottes, die den Menschenkindern dienen. Wer sich auf einen Himmel der Untätigkeit freut, wird enttäuscht werden, denn die Volkswirtschaft des Himmels sieht keinen Platz für solche vor, die im Nichtstun selten wollen. Aber den Müden und den Schwerbeladenen wird Ruhe versprochen. Der treue, gewissenhafte Knecht ist es, der begrüßt wird und nun von seiner Arbeit her in die Freude seines Herrn eingehen darf. The Lord is coming. Are you ready?